Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die DT175C in der Version 1.0 von Modder Mari Dart an. Das Ganze findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und dann mittelgroße Traktoren. Wie ihr seht, handelt es sich hierbei um eine Raupe, die mit 170 PS Standardleistung, 200 Liter Diesel, 15 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit für schmale 35.000 in der Anschaffung bzw. 1.785 Euro im Leasing auf euch zukommt. Ihr könnt die Hauptfarbe ändern sowie die Designfarbe. Und ein Config-Block mit der die Richtung Design haben wir auch noch. Das Ganze ist wunderschön in Russisch gehalten, ist aber relativ leicht verständlich mit offenen Motorblock oder eben mit geschlossenen. Mehr gibt es dazu auch gar nicht. Schauen wir uns das Ganze mal IC an. Und so sieht das Ganze dementsprechend hier aus. Im knalligen Rot standardgemäß gehalten. Wir sehen, die Shader vom 19er sind mit drauf verbaut. Die Gills an sich selber sind nicht vorhanden, also irgendwie die Aufschrift etc. pp. Gar nichts, ist halt wirklich rein in Rot gehalten. Wenn wir uns mal hier die Ketten anschauen, sehen wir, ja, passt eigentlich soweit. Ganz okay, gerade hier drinnen, dass man den kompletten Motorbereich auch sehen kann, beziehungsweise dass der Motor in dem Fall auch detailliert, beziehungsweise modelliert ist. Das ist eine schicke Sache. Ansonsten haben wir links und rechts Lichter. Das ist, glaube ich, hier Ansaug, beziehungsweise hier für Abgasgedöns. Dann haben wir hier oben noch weiterhin zwei Lichter, hinten zwei Hecklichter. Genauso wie dementsprechend Dreipunktaufnahme hinten mit dran. Vorne wiederum können wir da gar nichts dran machen. Ansonsten, ihr seht, die Ausstiegsseite ist rechts. Man steigt dementsprechend auch rechts ein und aus, weil ja links halt der Tank ist. Im Innenbereich haben wir Hinweisschilder, Typenschild haben wir mit dabei. Wir haben vorne die Armaturen, Erste-Hilfe-Kit, Feuerlöcher auch mit dabei, Reserveplatz auch noch. Aber nur von der Texturqualität her sieht das gute Stück bombenmäßig aus. Da kann man eigentlich nichts dazu sagen. Gefällt mir. Machen wir mal einen Soundcheck. Ja, das passt schon mal, außer dass ich natürlich fast wieder irgendwo dagegen gefahren bin, aber hey, das ist mein Fall, verzeiht mir das. Was man halt so ein bisschen merkt, irgendwie so manchmal dieses, dass es noch ein bisschen hochkommt, das ist ein bisschen stottert, obwohl wir eine konstante kmh-Anzahl haben. Kann nervig sein, ist, denke ich mal, aber eher Geschmackssache. Wenn wir mehr dazu sagen können, findet ihr es dann wie immer in der Bewertung im Text auf unserer Homepage. So, ansonsten Thema Funktionalität. Ihr seht, wenn wir hier nach links und rechts machen, gehen die zwei Hebel nach vorne bzw. nach hinten. Das kann man auch außen wunderschön erkennen. Ja, dass das hier mal genommen wird und da. Und dann geht es auch wieder dementsprechend hier hinten dran. Ihr seht, die Pedalen werden durchgetreten. Das ist auch eine schöne Sache. Also das ist schon mal eine vollständige Animation des Fahrers. Ansonsten sehen wir auch an den Armaturen hier vorne, dass sie sich auch bewegen. Wir haben so ungefähr 15 km/h, beziehungsweise haben 15 km/h. Unten seht ihr, zwischen 10 und 20 bleibt er stehen. Kommt also soweit auch hin, passt. Wir haben Blinker-Klickgeräusche, wie ihr hier hören könnt. Aber prinzipiell keine Blinker irgendwo verbaut. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist oder nicht. Aber okay. Ansonsten schalten wir mal hier in die Nacht rein. Ihr seht, Armaturen werden indirekt beleuchtet von einer Lampe, die nach unten zu diesen Armaturen hier führt. Ist aber relativ clever gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man kann alles erkennen. Ja, und das ist ja im Endeffekt die Hauptsache daran. Ansonsten, wie gesagt, Blinker sind keine vorhanden. Wir haben normales Fahrtlicht, anderes Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht. Kann man mit Lampet 5, Lampet 6 separat durchschalten. Hupe gibt es natürlich auch. Vielleicht nicht das Idealste, beziehungsweise halt die Standardhube, aber okay.
Thema Fahrphysik bzw. allgemeines Fahrgefühl. Ja, ist halt eine Raube, muss man sich halt dran umgewöhnen, weil man kann theoretisch, wie gesagt, auf der Stelle kreisen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist natürlich eine kleine Umgewöhnung. Ansonsten haben wir natürlich mit 170 PS Leistung doch schon was ganz Ordentliches hinten dran. Deswegen nehmen wir auch einfach mal diesen wunderschönen Universal-Flug hier. Setzen den hier einmal zurück, weil 15 km/h dauert dann doch schon noch eine ganze Weile, bis wir wieder hier hinten sind. So, dann tun wir das Ganze hier hinten einfach mal dran. Und ihr seht schon, der Dynamic Hose funktioniert in dem Fall hier. Was halt hier nicht da ist, machen wir kurz den Motor aus, dass ihr das so richtig hört. Kurz die Mucke aus. Wir haben selber keine Sound beim Anheben bzw. beim Hoch und Runter. Ne? Also dieses Klack fehlt halt einfach, das fehlt hier noch am Gebäude bzw. am Fahrzeug selber. Aber ansonsten ist das alles animiert, passt auch soweit ganz gut. Thema Look, so sieht er hier aus, recht ordentlich, beziehungsweise alles komplett fehlerfrei. Wie gesagt, bis auf das einzelne Soundvertonungen fehlen, ist das Ganze doch recht ordentlich. Ja, in dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein, tschüssikowski.